Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und ja, wir haben The Fury endgültig besiegt. Und oh, da ist noch eine Kiste. Uniform Feuer. Mal gucken, wie die aussieht. Feuer, sehr schön. Fragt sich natürlich nur, wo sie am besten verwendet wird. Hier denke ich mal eher nicht, dafür ist die zu grell. Hat aber, denke ich mal, auch eine Besonderheit. Nee, ich wollte das mit dem Feuer mal. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Man erhält sogar die Info dazu, wenn man das anzieht. So, Hornisse, mal gucken. The Pain's Tarnuniform wehrt Hornissen, Spinnen und Blutegel ab. Mit dem Träger der Hornissen, hilft dem Träger der Hornissen, die zu zähmen. Okay. Spinne. Verleiht dem Träger Stealth-Fähigkeiten auf Kosten der Ausdauer. Ja, das haben wir schon festgestellt. Verleiht dem Träger die Fähigkeit der Photosynthese äußerst wirkungsvoll in der Gegend von zwar, ja, in diesem Dings da und, ja, genau. Dann Feuer haben wir schon. Tier ist das von Ocelot. Ein Tarnuniform aus Tierhäuten. Der Träger kann mit ruhiger Hand mit der Pistole zielen. Und dann haben wir noch Fliege. Keine Ahnung, was die kann. Eine übelriechende Tarnuniform. Sie stinkt so sehr, dass sie Fliegen anzieht. Gleichzeitig werden Feinde aber auch nach Möglichkeit einen Nahkampf aus dem Weg gehen. Okay. Gut, wir bleiben erstmal bei Schwarz. Und werden uns hier weiter umsehen. Desinfektionsmittel. Schalldämpfer für die MK22. Das ist auch sehr schön. Verband können wir auch gut gebrauchen. Salbe können wir auch gut gebrauchen. Ist ja alles hier weggegangen. Oh, da ist noch eine Kiste. Habe ich die gar nicht gesehen. MK22 Munition. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, hier wäre noch so ein Frosch. Müsste ja eigentlich sein. Aber ich habe mich wohl geirrt. Oder ist der Frosch hier drüben? Achso, die Leiter, das ist dann ein Szenenwechsel. Okay. Kein Frosch. Kein Frosch, kein Frosch. Ja, dann können wir hier die Leiter hochgehen. Obwohl, wir werden erstmal speichern, um das Ganze hier zu sichern. Nicht, dass uns das nachher irgendwie abstürzt und dann war's das. You wanna save? Hold on a sec. Ja, ich möchte speichern. Danke, Paramedic. Und das ist das einzige Spiel, wo Paramedic so eigentlich aktiv vorkommt. Okay, das zwischen den Hauptstories, Hauptspielen zumindest. Bei Peace Walker weiß ich das jetzt noch nicht, kann ich das nicht entscheiden. Snake, have you ever seen On the Beach? No, I don't know it. It's about the survivors of the Third World War. The entire Northern Hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust. And it's only a matter of time before the few survivors left in the Southern Hemisphere are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the Southern Hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in 59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Nice warning. Let's hope it stays just a movie. Ja, sehr nette Unterhaltung, wie auch immer. Und wir können jetzt hier hochgehen. Klettert er alleine? Ich drücke momentan nicht noch nichts. Scheint so, als klettert er komplett alleine. Und wir sind Groisnigrad Südwest. Groisnigrad Südwest.
So, sicher nicht leicht jetzt hier. Kommen wir eigentlich nochmal zurück? Nee, das ist wieder so ein einmal rein und nie wieder zurück Ding. So, wir werden den Tarnindex mal ein bisschen ändern. Ich denke mal eine andere Bemalung. Ne, Bemalung ist eigentlich optimal. Splitter hilft uns hier ein bisschen mehr und das war's auch schon. Also eigentlich nicht viel. So, mal eben kurz gucken. Ich habe die... Nein, ich will die hier haben und auch noch den Schalldämpfer draufsetzen, bitte. Außerdem ändern wir die Perspektive mal eben wieder um. Was haben wir hier? Nebelgranaten, also alles mögliche an Munition. So, und dann sehe ich da auch schon den ersten Typen, der auf uns zukommt. So, schon außer Gefecht gesetzt, sehr schön. Da hinten ist der nächste. Zack, außer Gefecht gesetzt. Da unten ist irgendwas, das werde ich mir mal aneignen. Die Container haben ein bisschen was aus Metal Gear 2. Dübelgranate habe ich sehr wahrscheinlich voll. Nein, doch nicht. Ich meine, ich hätte da gerade noch jemanden gesehen. Ich kann mich natürlich auch irren. Da drüben. Ah, wo ist er jetzt? Erledigt. Okay. Hat so ein bisschen was von Metal Gear 4 zum Beispiel, aber das kennt ihr ja noch nicht, zumindest noch nicht geletsplayed von meiner Seite aus, deswegen verrate ich da mal nicht zu viel. Oh, da sind Panzer drin. Schade, warum kann ich nicht so einen Panzer benutzen? Ich benutze mal kurz das Sonar. Da rechts ist nämlich noch irgendjemand. Sehr schön, so konnten wir das Ganze auch umgehen. Ach nein, doch nicht. Schade. Ich dachte, wir hätten das so umgehen können. Was haben wir hier? Ist das keine Tür? Und hier, ich sehe schon, da sind die Hauptdinger. Ich habe Hunger. Snake hat Hunger. Essen wir mal eine Ratte. Und eine Thai-Kobra. Ja, die Lichter kenne ich aus Metal Gear Solid 1 zumindest. Deswegen ein wenig aufpassen. Ach, über so ein Dings kann er nicht springen oder was? Oh, zwei Leute auf einmal. Sehr nett. Am besten hier lang. So nah habe ich sowieso gerade keinen. Also eigentlich alles. So, erwischt. So, können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Ins Waffenlabor Ostflügel. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt rein mussten eigentlich.
weiß, Eva hat uns irgendwas gesagt, aber... okay, Moment. So, der ist erstmal K.O. Da oben steht noch einer. So, in den Arsch geschossen. Ist zwar jetzt nicht hier die feine Englische, aber sollte helfen. Komm, kipp um. Oh, da drüben steht noch so einer. Ich wollte schon sagen, kippt der gar nicht mehr um? Hier war doch noch einer. So, schnell nochmal einen Schalldämpfer drauf. Okay, wenn da keiner mehr ist, dann kann ich ja hier lang. Oh, was haben wir hier? Ups. Ach nee, da hat jemand den entdeckt. Verdammter Mist. Oh. Das ist weniger günstig für uns. So. Der ist schon mal betäubt. Kann ich hier nicht irgendwo rein? Doch. Hilft mir nur nicht viel. Wieso komme ich hier nicht durch? We've lost sight of the enemy. He's definitely here somewhere. Who's there? What's going on? Gar nicht gut, gar nicht gut. Ach, hörst du auf, mich hier zu verletzen? Hallo? Was? Du sollst denn da nicht klopfen? Ja, der ist K.O. Auch wenn ich das gar nicht wollte. Ach, wer ist das denn? Ich weiß, wer das ist. Das ist Raiden. Oh, der ist zumindest K.O. Kommst du mal mit? So, was soll ich mit dem machen? Okay, ausweichen hat auch geklappt. Kann mir mal jetzt irgendjemand sagen, was ich mit dem Typen hier anstellen soll? You took care of Rykov? Good. Now drag him to the locker room. There shouldn't be anyone in there. You won't need to worry about anyone seeing you take his clothes, and you can hide his body too. The locker room is on the southwest side of the second floor. Hurry and take him there. Wie, ich darf den jetzt vom Klo aus dahin schleifen?
kommt rein. Der kommt so hundertprozentig rein. Warum haut der nicht ab? So, du pennst jetzt erstmal. Die wecken sich alle gegenseitig auf. Okay, lassen wir das mal weg. Ach Quatsch. Komm, wir verkleiden uns mal als Wissenschaftler. Sieht doch einigermaßen gut aus. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wer ruft mich denn jetzt an? Snake, that door can't be opened by normal means. Apparently it operates by responding to a specific radio frequency. If you want to know the key frequency, why don't you try asking someone nearby? Schön. Und wen soll ich da fragen? Vor allem jetzt muss ich warten, bis die ganze Zeit da abgelaufen ist. Das nervt gerade. So. Ich denke mal, ich würde den Part an dieser Stelle beenden. Dann ist es mal ein recht kurzer Part. Wir werden dann versuchen, die Zeit hier oben ablaufen zu lassen. Und dann im nächsten Part sozusagen den Typen mit in den Umkleiderraum zu schleifen, was nicht gerade einfach sein wird. Aber wir werden es versuchen. Und hoffentlich wird uns das gelingen, dass wir an seine Uniform kommen. Es war jetzt mehr Zufall, dass wir ihn plötzlich gefunden haben. Aber was soll's. Ich hoffe, dieser Part von Metal Gear Solid 3 Snake Eater hat euch soweit gefallen und ich schalte auch beim nächsten Part wieder ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.